ist halt jetzt 3 Minuten später reingekommen, hören wir halt auch 3 Minuten früher auf, hören wir nicht um 22 Uhr auf, sondern um 22:03 Uhr. Haltet ihr so lange durch, ja? Okay, also ich muss euch eines sagen, ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich sage das alle Jahre, aber es ist einfach so, es ist hier schon fast wie eine große Familie. Alle machen mit, es sind alle sympathische Leute, nicht nur die Hexen, auch deren Männer und die Gäste sowieso. Und ich freue mich wirklich jedes Jahr, dass ich hier in Hembach sein kann. Muss aber dazu sagen, es war heuer ganz, ganz knapp. Vor ungefähr 3-4 Wochen hatte ich schon befürchtet, dass ich die Veranstaltung hier absagen muss. Wäre mir natürlich sehr, sehr schwer gefallen. Aber RTL wollte mich haben. Ich sollte unbedingt den neuen Bachelor machen. Da habe ich lange überlegt, habe mir gedacht, nee, das kann ich einfach nicht antun. Und ich habe dann RTL abgesagt mit 2 Gründen. Grund 1 habe ich gesagt, ich möchte mir nicht unbedingt die Haare rasieren. Und Grund 2, das war der wichtigste, warum soll ich mich mit 22 Damen in Südafrika begnügen, wenn ich hier 300 wunderhübsche Männer. Genau so ist es. Also Mädels, ja, ich komme mal zu den Männern, also wir sprechen gleich noch über die Katastrophen, aber meine Damen, ich freue mich wirklich, dass ihr da seid und wir werden heute eine super Veranstaltung haben und ich darf so viel verraten, liebe Damen, wir haben heuer auch für Sie was dabei. Also nicht nur die Hexen, die tanzen, nein, wir haben auch dann später was fürs Auge der Damen und ich sage es gleich vorneweg, keine Angst, ich bin's nicht. Ja? Also von der Seite kann es richtig losgehen. Katastrophen, habe ich gesagt, wollen wir noch kurz ansprechen? Ja, da schaue ich nochmal links in die Männerrunde. Ich komme gleich noch zu den Männern. Vorher vielleicht noch einen Mann, den ich euch unbedingt vorstellen muss. Der ist nämlich mindestens so wichtig wie ich heute Abend. Ein Mann, der von sich selbst sagt, ich bin ganz spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Und dieser Mann ist unser Techniker, der Michael Strauß. Applaus! Ohne den Michael hätten wir diese ganze Technik nicht und das, was er hier herstellt, ich sage das auch jedes Jahr, das ist eigentlich fast unbezahlbar, denn es ist der Porsche und der Ferrari unter der Beschallungsanlage. Also da dürft ihr nochmal richtig Applaus geben, Moment. Aber auch den Applaus für alle Helferinnen, Hexen. Ich sage jetzt nur, die Anke, die Gitti, ihr kennt das ganze Thema Kartenvorverkauf, das haben wir alle Jahre. Für alle Helfer einmal einen Riesenapplaus und auch, Achtung, aufpassen, auch einen Riesenapplaus für unsere neuen Pächter. Die hole ich jetzt gleich mal rein. Lasst doch mal was hören von euch. Ja, das muss ein schneller gehen. Wir sind in Griechenland. Komm, geht ganz. Wir kommen noch mehr vor. So, also wir haben hier das neue Pächterpaar, die Biene Maya. Wie heißt du den richtigen Namen? Frasa. So, und du bist der Pächter? Fortisch. Und du bist der Sohn? Yes. Und ihr seid heute quasi verantwortlich, dass wir nicht verdursten und nicht verhungern. So, also jetzt tue ich mich mit griechischen Namen immer etwas schwer. Sie ist heute die Biene Maya, er ist Tzatziki und er ist Uso, okay? Ein Riesenapplaus und danke, dass ihr mitmacht. So. Ich darf es heute nicht allzu lange machen, hat man mir gesagt, aber ich muss euch noch ganz kurz was erzählen. Die Herren haben heute Nachmittag geprobt und haben gesagt, Mensch Ochsenreiter, wir sind immer die Jüngsten, wir können immer so. Und dann haben wir die Herren ihr Leid geklagt. Der eine hat zu mir gesagt, du Mensch, ich weiß auch nicht mehr. In der Liebe bei mir, das ist einfach nicht mehr das, was es schon mal war. Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, liege ich unten, kriege ich Platzangst. Liege ich oben, kriege ich Höhenangst. Und liege ich auf der Seite, kriege ich vom Fernsehen nichts mehr mit. Ja? Der Nächste hat mich gefragt und hat gesagt, du Ochsenreiter, eine ganz dumme Frage. So, ja, was ist denn? Sagt er, wenn ich mit deiner Frau schlafe, sind wir dann eigentlich verwandt? Dann habe ich gesagt, nein, dann sind wir quitt. So, und jetzt noch 2 Informationen aus der Gemeinde von Rennitzenbach. Rennitzenbach ist ja bekannt dafür, dass Hembach eine sehr sparsame Gemeinde ist. Die ist so sparsam, dass der Sport heute wieder gar nicht da ist. Und das im Wahljahr, fällt das nur am Rande. Aber Hembach spart jetzt noch mehr. Und das, was ich euch jetzt sage, werdet ihr selber später überprüfen können. Hembach spart jetzt sogar auf den Toiletten, auf den öffentlichen Toiletten, am Klopapier. Es gibt ab sofort auf den öffentlichen Toiletten in Hembach kein Klopapier mehr, sondern nur noch Luftschlangen. Und ich kann euch sagen, man braucht eine verdammt ruhige Hand. Ich könnte es dann später selber nachvollziehen und ganz zum Schluss, wie immer ganz aktuell, wir haben ja gestern schon aufgebaut, ich war heute Vormittag hier und dann fahre ich immer einmal durch Rennitzenbach, genieße die tollen Straßen und stelle dann wirklich gestern früh fest,
da waren zwei Gemeindearbeiter der Gemeinde Rendlitz-Hembach am Arbeiten. Das ist ja für sich schon mal eine Meldung wert. Zwei Gemeindearbeiter am Arbeiten und die hatten beide eine Schaufel, wirklich. Der eine buddelt ein Loch beim gefrorenen Boden, buddelt ein Loch, geht einen Meter weiter und der andere buddelt das Loch wieder zu. Der buddelt ein Loch, geht einen Meter weiter, der nächste buddelt das Loch wieder zu. Und es ging das so 10 Minuten, denke ich mir, ha, gar nicht. Muss ich schon mal fragen, was das ist. Gehen Sie mal, was macht ihr hier? Sagt er, das ist doch, ich buddel ein Loch und ich buddel es wieder zu. Sei ihr seht, was soll das? Sagt er, normalerweise sind wir zu dritt, aber der die Bäume pflanzt, der ist heute krank. So, der ist nicht da, wir gehen Gasen für die Mini und die angenommen hier richtig schön euch dann später begrüßen. Und ich würde sagen, lasst euch mal überraschen, was auf euch zukommt. Ich will euch noch einmal fragen, habt ihr Lust auf Party? Und wir stehen alle auf. Alle. Alle stehen auf. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis, bitte wundert euch nicht, wenn hier Leute mit der Kamera durch die Gegend laufen. Wir filmen gerade fürs ZDF. Also wenn jemand nicht mit seiner Frau, sondern mit seiner Freundin hier ist, dann hat er vielleicht den Expect gehabt. Okay, Party Time!